Hallo und herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe von Inside Esports und Gaming. Es ist jetzt fast eine Woche her, dass mit Shadow of the Erdtree das neue Elden Ring DLC erschienen ist. Und umso mehr freut es mich, dass du heute hier erschienen bist, Flo. Weil du hast ja extra Urlaub genommen, um das DLC wirklich ausgiebig anzocken zu können. So. Das ist vollkommen richtig. Kurze Frage, hat sich gelohnt? Lange Rede, kurzer Sinn. Nein. Nein? Es ist zu schwer, ich bin zu schlecht und es dauert einfach zu lange. Okay, aber das war fast erwartbar. Also nicht, dass du jetzt schlecht bist, aber dass du noch spielst. Ich glaube, das ist in der Natur dieser Spiele. Aber da kommen wir erstmal später dazu. Wir werden noch nachher Kollege Daniel mit ins Studio holen. Dann können die beiden da richtig nach Herzenslust abnörden. Vorher wollen wir uns deinem anderen Urlaubsgrund widmen. Und zwar Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Korrekt, das ist ein JRPG, das vor einigen Jahren schon mein Spiel des Jahres gewesen ist, gab es damals nur für die Switch. Mhm. Jetzt ist es aber auch endlich für moderne Konsolen wie die PlayStation 5 und die Xbox Series S auf den Markt gekommen. Und ich finde es einfach großartig, weil das Ganze wurde um ein Spiel, einen zusätzlichen Handlungsstrang erweitert, was eine 9 von 10 zu einem 10 von 10 macht. Und ich einfach richtig Bock drauf hatte und mich einfach freue, das Ganze spielen zu können. Knapp 3 Jahre hat es gedauert, ehe man auch abseits der Nintendo Switch in den Genuss von Shin Megami Tensei 5 gelangen durfte. Dem aber noch nicht genug, bekommen Spieler auf PlayStation 5 und der Xbox nicht nur die bekannte Geschichte der Ursprungsversion geliefert, obendrein gibt es mit Shin Megami Tensei 5 Vengeance einen gänzlich neuen Handlungsstrang, der dem ohnehin schon umfangreichen Rollenspielerlebnis noch einmal eine ordentliche Portion Inhalt obendrein spendiert. Für alle, die noch nie etwas von Shin Megami Tensei gehört haben, hier ein kleiner Überblick. Die Serie selbst stammt aus Japan und existiert bereits seit den späten 80er Jahren, als der Serienerstling für das Famicom veröffentlicht wurde. Dieses erfreut sich derart große Popularität, sodass Entwickler Atlus in den kommenden Jahren zahlreiche Nachfolger, Spin-offs und zusätzliche Spielerlebnisse schaffen sollte. Als bekanntester Ableger dürfte nicht nur in Japan die immens beliebte Persona-Reihe gelten, die viele Elemente von Shin Megami Tensei zu bieten hat, diese jedoch um einen umfangreichen Sim-Aspekt erweiterte. Shin Megami Tensei 5 oder dessen Erweiterung Vengeance hingegen sind klassische Apano-Rollenspiele, in deren Verlauf wir die Rolle eines namenlosen Protagonisten übernehmen, der sich mit unzähligen Dämonen und anderen Gefahren herumschlagen muss. Dämonen ist auch das richtige Stichwort, denn diese bilden das Kernstück des Spiels oder der Spielreihe. Ähnlich der Pokémon-Serie sind wir dazu angehalten, diese zu sammeln, zu trainieren und gegen andere Kreaturen in den Kampf zu schicken. Doch im Gegensatz zu Pokémon fangen wir diese nicht, sondern müssen diese beim Aufeinandertreffen entweder mit Items gefügig machen oder in einem Wortgefecht überreden, sich uns anzuschließen. Haben wir dann eine entsprechende Anzahl an Kreaturen gesammelt, ziehen wir mit diesen als Gruppe los, die Geschichte von Shin Megami Tensei 5 Vengeance zu erleben, haben aber auch die Möglichkeit, neue Kreaturen zu schaffen, indem wir die bereits gefangene Dämonen miteinander verschmelzen. Hier ist jedoch natürlich davon abhängig, welches Level unser Hauptcharakter besitzt, da wir regulär keine stärkeren Wesen als wir selbst in unserem Repertoire führen dürfen. Kommen wir aber nun zur Geschichte an sich, die sich in der Neufassung bzw. dank des Zusatzes Vengeance in zwei Handlungsstränge aufgliedert. Zum einen bekommen Spieler auf PS5, Xbox und PC nun die Möglichkeit, die Originalstory des ursprünglich exklusiv für Nintendo Switch veröffentlichten Spiels zu erleben, was hier unter dem Namen Canon of Creation geführt ist. Hier müssen wir als Charakter in den Kampf zwischen den Dämonen und Engeln eingreifen, da dieser Konflikt droht, Tokio und wenig später die gesamte Welt zu vernichten. Einen ähnlichen Handlungsstrang verfolgt auch die zweite Story-Option, Canon of Vengeance, die jedoch ab circa der Hälfte der Spielzeit eine andere Richtung einschlägt und so entsprechende Anreize liefert, das Spiel entsprechend zweimal durchzuspielen, was am Ende bei ungefähr 150 Stunden liegen dürfte. Neben der inhaltlichen Erweiterung hat Shin Megami Tensei 5 Vengeance auch einige Quality-of-Life-Verbesserungen in petto, die den Spielfluss angenehmer gestalten. Unter anderem lässt sich die Karte nun via Tastendruck aus der Vogelperspektive betrachten, was insbesondere bei der Suche nach Gegenständen oder bestimmten Gebieten durchaus hilfreich ist. Darüber hinaus wurden speziell für Vengeance neue Dämonen in das Spiel integriert, was die User noch mehr zum Sammeln und Experimentieren mit diesen anregen dürfte. War schon Shin Megami Tensei 5 die perfekte Fortsetzung von SMT 4 bzw. dessen Erweiterung Apocalypse, so reiht sich die Vengeance nahtlos in diese Riege mit ein. Zahlreiche neue Dämonen, einem mehr als umfangreichen zusätzlichen Handlungsstrang sowie zahlreiche Quality of Life Verbesserungen machen aus einem guten ein verdammt gutes Spiel, welches insbesondere allen JRPGs-Fans mehr als zu empfehlen ist. Wie
Wir haben es vorhin schon kurz angeteasert. Am 21. Juni erschien zwei Jahre nach dem Hauptspiel das Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree. Und nicht nur die halbe Welt, sondern auch Daniel hat sehnsüchtig auf die Erweiterung gewartet und weiß, ob das DLC dem grandiosen Hauptspiel auch wirklich gerecht wird. Endlich hat das Warten ein Ende. Der größte DLC in der Geschichte der Soulspawn-Reihe ist endlich da. Mit beeindruckender Grafik und einer riesigen Open World ist Shadow of the Erdtree nicht nur ein DLC wie jeder andere, sondern ein völlig neues Spiel in einem Spiel. Aber genug Geschwärme über den DLC und ab zu den harten Fakten. Vorab, die Erweiterung ist hart. Und zwar so richtig. Wer Miyazakis Werke kennt, weiß, dass die DLCs den schon mehr als herausfordernden Tonus der Spiele auf eine neue Ebene bringen. In Shadow of the Erdtree geht es für den Befleckten in das Schattenland auf der Suche nach dem himmlischen Mikela. In diesem dunklen Reich, welches der Herkunftsort von Marika ist, begegnen die Reisenden vielerlei neuer Gegner, Bosse und Gebiete. In Sachen Gegner hat sich das japanische Studio mal wieder selbst übertroffen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Manche Gegner sind wirklich großartige Erweiterungen des Gegnerpools, während andere nerviger nicht sein könnten. Stichwort Vögel. Aber genau das macht ja auch ein wahres From-Software-Game aus, oder? Zusätzlich zu den Gegnern findet Shadow of the Erdtree immer wieder die Möglichkeit, Bosse einzigartig und eindrucksvoll zu inszenieren. Um das Ganze spoilerfrei zu halten, zeigen wir selbstverständlich diese lieber nicht, aber können euch voll Zuversicht sagen, kein Boss ist langweilig oder unkreativ, wie so manch ein anderer Boss in der Geschichte der Souls-Spiele, sondern brillieren mit ihrer Einzigartigkeit und ihrer individuellen Härte. Neben den ganzen feindlich gesinnten Neuerungen gibt es auch viele weitere, die nicht versuchen, einem die Runen zu klauen. Es gibt neue Waffen und Waffenklassen, Ausrüstung, Waffentalente und auch neue Zauber und Anrufungen und vieles, vieles mehr. Besonders die neuen Waffen können sich aber sehen lassen. Ihr könnt zum Beispiel Wurfwaffen, Parfümeursflaschen, Rückhandschwerter, leichte Großschwerter und Odachis finden. Das macht Elden Rings Variationsreichtum in den Builds noch besser und bietet dann unzählige Builds für jede Situation. Eine Besonderheit abseits der ganzen Erweiterungen ist das Levelsystem innerhalb des Schattenlandes. Dort skalieren nämlich alle Gegner mit euch mit. Das heißt, egal ob ihr Level 1 oder 100 seid, die Gegner geben euch so oder so eins auf die Mütze. Ganz ohne Levelsystem müsst ihr aber nicht auskommen. Während eurer Reise findet ihr Skadu-Fragmente, mit denen ihr euch und euer treues Ross buffen könnt. So sollten solche Situationen seltener entstehen. Die eindrucksvolle und schöne Welt hat aber auch Schattenseiten. Viele Gebiete sind zunächst augenscheinlich leicht erreichbar, bis man dann doch merkt, dass der anfänglich einfache Weg dann doch in einer ewigen Detektivarbeit ausartet. Diese riesigen Areas sind meist nur dann durch einen klitzekleinen Felsspalt oder altbekannte Mechaniken aus vorherigen Spielen erreichbar. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Performance auf der jetzigen Version, die, wenn auch selten, hier und da zu wünschen übrig lässt. Manchmal erscheinen Texturen zu spät oder das Bild ruckelt genau im schlechtesten Moment während eines Kampfes. Auch manche Gegnerplacements sind zwar soul-typisch gemein, aber sehr frustrierend für neue und unerfahrene Spieler. Allerdings muss man sagen, dass die positiven Aspekte den negativen bei weitem überwiegen. Deswegen ist Shadow of the Erdtree nicht ohne Grund der bestbewertete DLC aller Zeiten. Für seine 40 Euro erhält man nicht nur einen DLC, sondern bis zu 40 Spielstunden eines der großartigsten Erlebnisse, die ein Meisterwerk wie Elden Ring zur Vollkommenheit abrundet. Um noch eine Bewertung abzugeben, Elden Ring Shadow of the Erdtree ist für uns eine 9,8. Gerade noch als Stimme aus dem Off freut es mich jetzt sehr, Daniel auch hier im Studio begrüßen zu dürfen. Hallihallo. Dein Eintreffen ist jetzt auch im Grunde genommen mein Zeichen dafür, mich ans Bonfire zurückzuziehen und den Experten das Feld zu überlassen. Ja, gerade eben erst noch von Rob anmoderiert und jetzt endlich bei uns im Studio. Ich freue mich, dass du hier bist, um mit mir über Elden Ring Shadow of the Erdtree zu sprechen, weil, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich einfach zu schlecht bin und nach 2 Sekunden direkt schon mal abgenibbelt bin. Aber das ist, glaube ich, bei dir nicht der Fall gewesen. Nee, 3 Minuten habe ich gedacht. Okay, 3 Minuten. Aber was ist denn eigentlich Shadow of the Erdtree? Shadow of the Erdtree ist der erste DLC von Elden Ring und somit auch, sag ich mal,
das tolle Endgame, beziehungsweise eine kleine Erweiterung, dass ich diese 120 Stunden, die ich schon drin habe, um weitere bis zu 40 Stunden ergänzen kann. Was eigentlich ziemlich geil ist für ein DLC. Ja, 40 Euro, 40 Stunden, pro Stunde 1 Euro, ich kann mich nicht beschweren. Da kannst du dich nicht beschweren. Genau, also bei Elden Ring war es ja sowieso schon so, es ist ein unfassbar schwieriges Spiel. Jeder Boss, jeder Gegner kann einen zur Verzweiflung bringen. Aber Shadow of the Erdtree treibt das Ganze nochmal ein Stück weit auf die Spitze. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es gab keinen Boss, wo ich jetzt nur 4-5 Tries hatte. Da war schon immer so ein Minimum von 10-20 der Fall. Und ich meine, ja, die waren schon wirklich sehr, sehr schwer. Ja, und das ist lustigerweise auch nichts, was jetzt einfach nur ich sage, weil ich halt die ganze Zeit abgenimmt bin oder auch du, sondern wenn man wirklich mal durchs Netz geht, viele Leute, die auch Seasoned Veteran Players von Elden Ring oder auch von Demon's Souls, Dark Souls und Co. sind, die werden sagen, es ist ein unfassbar schweres Spiel, unfassbar schwerer DLC, aber sie feiern es trotzdem. Wie ist es bei dir? Bist du ein Fan von dem ganzen Content oder würdest du sagen, hey, man kann so einen Notch, kann man nochmal runterdrehen? Nee, also ich muss wirklich sagen, es freut mich sehr, was daraus geworden ist. Also Shadow of the Erdtree ist nicht nur irgendwie eine Erweiterung wie, ich sag mal, diese generischen Destiny-Erweiterungen, wo ich sag, gut, ich habe halt eine 5-Stunden-Story und mach dann Raid und mir ist langweilig. Sondern man hat wirklich eine riesige Map, die wirklich größer ist als, ich meine sogar das Startgebiet und noch so ein Leonia extra dazu. Und ja, ich meine, 40 Stunden extra Content. Also ich würde wirklich sagen, sie haben eigentlich ein Spiel ins Spiel gebracht, weil es fühlt sich nicht an wie ein DLC. Das hört sich doch super an. Und jetzt ganz kleine Spoilerwarnung an alle euch da draußen, die das Ganze noch nicht gespielt haben, weil ich werde jetzt Daniel mal ein, zwei Fragen stellen, die ein bisschen mehr zum Content betreffend sind, die weiter innerhalb des Spiels liegen. Also ihr seid gewarnt, aber darüber hinaus jetzt die Frage, was ist so dein Highlight aus diesem DLC bisher? Bis jetzt der Drachenboss Bale. Warum? Bale ist ungelogen der coolst inszenierteste, best choreografierteste Boss, den ich je gesehen habe. Okay. Mit Abstand mein Lieblingsdrachenbosskampf und auch mein Lieblingsbosskampf bis jetzt. Ich habe noch nicht durchgespielt, deswegen sage ich mal noch, gehen vielleicht noch 3-4 Bosse, die cooler werden könnten. Aber auf jeden Fall ist Bale bis jetzt mein absolutes Highlight. Okay, und wenn man über Highlights spricht, muss man über Lowlights sprechen. Gibt es da irgendwas, was dich irgendwie überhaupt gar nicht begeistert hat oder irgendwas, was du sagst, ja, das hätte man auch wirklich rauslassen können? Ja. Okay. Ganz simpel gesagt, natürlich, diese Spiele leben ein bisschen von dieser Exploration. Manche Sachen, also ich meine wirklich riesige Gebiete, sind hinter so einem mini kleinen Secret immer versteckt. Und dann regt man sich teilweise eine Viertelstunde, Dreiviertelstunde teilweise sogar auf. Wie komme ich da hin? Und dann findest du irgendwann mal mit Biegen und Brechen irgendwie einen Weg. Aber das ist trotzdem nicht. Ey, ich sag nur diese Foggates, und nicht Foggates, ich sag nur die versteckten Wände, wenn du halt mal eine Wand einschlagen musst, dass du dann halt wirklich in ein neues Gebiet kommst. Das kennen wir alle schon seit 2008, das ist ein Staple der Serie, Staple von From Software. Aber ja, grundsätzlich zum Abschluss, meine Frage an dich, wie würdest du das Ganze bewerten? Weil wir haben es ja schon in der Mats gesehen, aber würdest du sagen, okay, lohnt sich das wirklich für jemanden, der einfach mal jetzt Bock hat, sich das Ganze anzuschauen? Ich blicke hier in die Kamera und unseren Kollegen Rob, der ja immer so ein bisschen, was die Souls-Likes angeht, so ein bisschen vorsichtig ist. Aber würdest du sagen, das wäre auch zum Beispiel was für Leute, die halt einfach nur Bock drauf hätten? Oder ist es wirklich zu schwer? Ich würde sagen, man kann es natürlich starten. Man kann versuchen, Spaß zu haben, aber ich würde wirklich behaupten, man sollte vielleicht zuerst die anderen Souls-Teile ein bisschen verstehen. Ganz besonders in Dark Souls 3 sich vielleicht mal ein bisschen in Richtung Friede und natürlich Gale ein bisschen verausgaben, dass man da ein bisschen Skill, sag ich mal, sich aneignet. Okay. Weil ich meine, das Wort geht gut oder die Worte geht gut kommen ja nicht aus heiterem Himmel. Und bei Elden Ring, Dark Souls und allgemein allen Soulspawns ist es wirklich eine Maxime, die gelebt wird. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich erstmal vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank, dass du für uns im Elden Ring DLC gestorben bist. Und wir machen hier weiter mit dem nächsten Thema. So, und auch wenn Shadow of the Erdtree tatsächlich der größte Release im Juni war, kann man ganz so sagen, gab es natürlich noch einige weitere Spiele, spannende Spiele, die diesen Monat erschienen sind. Nicht ganz neu, aber dafür neu auf Konsole ist jetzt aber unter anderem Valorant. Und du hast es viel am PC, jetzt auf der Xbox gespielt. Wie fühlt sich das Ganze denn an? Genau, also man muss auch dazu sagen, es ist ja nicht nur für den PC veröffentlicht worden, beziehungsweise die Xbox, sondern auch für die PlayStation. Ja. Das hast du ja unter anderem auch bekommen. Aber ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt, weil ich halt einfach Valorant sehr großartig finde und auch einfach cooles Spiel generell ist. Und da war natürlich die Frage, hey, wie portiert man das, so ein Taktik-Shooter, wie halt auch Counter-Strike einer ist, auf die Konsole? Ob da gibt's, muss man Abstriche machen, wie sieht's denn aus, etc., etc. So, ich kann aber alle beruhigen, es funktioniert. Es ist wirklich
erstaunlich gut. Es gibt vielleicht den ein oder anderen kleinen Aim Assist, also kein Aim Bot, sondern Aim Assist, weil klar, auf der Konsole bist du halt einfach nicht so präzise unterwegs wie auf dem PC. Ja. Ist einfach ganz klar so. Ja. Aber ich muss sagen, alles in allem, ich habe Spaß dabei, ich habe Spaß damit. Also ich werde mich freuen, wenn das Ding dann irgendwann auch offiziell veröffentlicht. Genau, weil du sprichst es an, es ist noch kein genauer Release-Termin von Riot oder von Seiten Riot kommuniziert worden. Momentan ist es eine geschlossene Beta, wo ausgewählte Leute eben auf Konsole spielen dürfen. Mich als alten Apex-Zocker interessiert es jetzt tatsächlich, ist es ähnlich vom Spielgefühl wie Apex oder? Nee, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Also es ist, allein der Name verrät es ja schon, es ist halt ein Taktik-Shooter. Es fühlt sich halt wesentlich mehr wie Counter-Strike an oder halt wie Valorant an sich, weil es ist ja ein PC-Spiel. Ja. Es heißt weniger Schnelligkeit, langsamer, taktischer, wirklich um Ecken gucken, mit Utility nutzen. Also von dem her ist es halt ein Taktik-Shooter, ganz einfach. Ja, okay. Wie ist das mit dem, wenn ich Sachen habe auf meinem PC-Account? Also keine Sorge, das wollte ich gerade sagen. Es ist ein cooles Schmankerl, muss ich sagen, von Riot, dass man sich dagegen entschieden hat, dass du den Account splitten musst. Also sprich, ich spiele auf meinem PC, habe mein Zeug, muss dort meine Skins kaufen, auf der Konsole habe meine Skins, muss das kaufen. Nein, stattdessen ist es ein geteilter Account, den man auf dem PC nutzt und auch auf der Konsole. Und man kann es natürlich auch einstellen, ob ich Crossplay spielen möchte, also mit anderen Konsolenbesitzern oder mit PC etc. Da hängt es natürlich davon ab, ob du auf den Sack bekommen möchtest oder nicht. Ja, ist natürlich, also ist ein leidvolles Thema leider. Also Crossplay ist super nice, aber wenn du von Konsole auf PC spielst, dann merkt man das meistens. Aber gut, dann hoffen wir mal, dass die Portierung, wenn sie dann mal komplett fertig ist und für jeden zugänglich, auch weiterhin so gelungen daherkommt. Also meiner Meinung nach darf man sich drauf freuen. Dann freuen wir uns auch und auf Expertenflow kann man auf jeden Fall einiges geben. Klar ist aber auch jetzt, habe ich gerade schon angesprochen, gerade Valorant, die Portierung und vor allem Shadow of the Erdtree, naja, überschatten. Alle anderen weiteren Spiele-Releases im Monat Juni. Tatsächlich bot aber auch dieser Monat einige grandiose Spiele an, die mindestens ein oder zwei Blicke wert sind. Still Wakes the Deep ist ein narratives Horror-Adventure, das im Jahr 1975 auf einer Bohrinsel stattfindet. Nach einer Katastrophe droht euer schwimmender Untergrund vollständig in der dunklen und eiskalten Nordsee zu versinken. Und als wenn das nicht genug wäre, ist ein namenloses Grauen an Bord gekommen, das sowohl euch als auch eure Crewmitglieder langsam aber sicher in den Wahnsinn treibt. Gespielt werden kann das Gruselgame sowohl auf PC als auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Auch unter Wasser, aber mit deutlich weniger Horrorfaktor daherkommt Crab God. Eine Göttersimulation, in der es darum geht, deine eigene Krabbenkolonie zu befehligen, mächtige Korallenriffe zu bauen, diese vor Bedrohungen zu beschützen und letzten Endes das Ei deines Nachfolgers sicher in die Tiefe des Ozeans zu begleiten, sodass dieser dort unbeschadet schlüpfen kann. Durch die Zusammenarbeit des Entwicklers Chaos Fury Games mit der Umweltplattform Dots.Echo leisten die Spieler außerdem nicht nur in der virtuellen, sondern auch in der realen Welt einen Teil zum Erhalt und Wiederaufbau von Korallenriffen. Erschienen ist Crab God bisher lediglich auf PC. Der wohl bekannteste Name abseits von Elden Rings DLC Shadow of the Erdtree hört auf Luigi's Mansion 2. Das 2013 erstmals veröffentlichte zweite Abenteuer von Marios jüngerem Zwillingsbruder bekommt eine HD-Neuauflage mit aufpolierter Grafik, aber ohne neue Inhalte. Wer also das tolle Original des Action-Adventures noch nicht gespielt hat, der kann das jetzt auf der Nintendo Switch allein oder im Multiplayer mit moderner Technik nachholen. Apropos Multiplayer. Mit Gigantosaurus Dino Sports kommt ein spaßiges Partyspiel für bis zu 4 Dinosaurier. Oder Personen. Ähnlich dem Mario Party Prinzip wird dabei in unzähligen kleinen Minispielen gegeneinander angetreten. Der namensgebende Gigantosaurus taucht dabei immer wieder auf und sorgt für noch mehr Chaos. Erschienen ist das Ganze auf allen gängigen Konsolen als auch auf dem PC. Auch Fans von Städteaufbauspielen kommen diesen Monat auf ihre Kosten. Sogar doppelt. Je nachdem, ob man sich lieber auf Goldsuche im alten Maya-Reich begibt oder den Weg des Freibeuters wählt, sowohl Eldorado, der Golden City Builder, als auch Republic of Pirates sehen beide nach vielversprechenden Vertretern ihres Genres aus. Released worden sind beide Spiele auf PC. Nach allem Spiele-Input für die Zeit nach Elden Ring brauchen wir jetzt auf jeden Fall eine kleine Verschnaufspause. Wir melden uns aber gleich nach der Werbung mit dem neuen Monster Hunter Remaster zurück. Richtig, genau. Monster Hunter Stories, dürft euch drauf freuen. Aber wer die Pause zu lang empfindet, der darf auf jeden Fall bei uns auf sport1.de/esports vorbeischauen. Oder und insbesondere auf YouTube und TikTok, denn da bringen wir euch die wunderbare farbenfrohe Welt der Videospiele in den unterschiedlichsten Formen einfach mal in kurzen Videos näher. Dementsprechend, dranbleiben lohnt sich und bei uns auf den Kanälen vorbeischauen auch.
Willkommen zurück zu Inside Esports und Gaming. Und wie versprochen haben wir jetzt noch die Neuauflage von Monster Hunter Stories im Gepäck. Korrekt, nämlich das Spiel ist jetzt endlich auch für PlayStation 4 und PC veröffentlicht worden. Gab es ursprünglich nur für Nintendo 3DS. Und ich habe mir das Ganze angeschaut und verrate euch, ob es sich lohnt, das Ding zu kaufen oder ob man doch lieber zum Original auf dem 3DS greifen sollte. Wer in der Vergangenheit in der Welt von Monster Hunter auf Monsterjagd gegangen ist, konnte dies auf den unterschiedlichsten Plattformen tun. Auch in Monster Hunter Stories stehen die dinosaurierartigen Wesen im Mittelpunkt. Doch anstatt diesen wie gewohnt in Echtzeit beizukommen, setzt der von Capcom entwickelte Titel auf ein rundenbasiertes Kampfsystem und ist daher kein Actionspiel, sondern viel eher im Bereich der JRPGs angesiedelt. Nun hat Capcom Monster Hunter Stories 1 einen neuen Anstrich verliehen und dieses erstmals für Konsole wie PC veröffentlicht. Ursprünglich erschien Monster Hunter Stories 1 2016 bzw. 2017 in Europa für Nintendos 3DS Handheld-Konsole. Wenig später folgten die Versionen für iOS und Android, während Konsolenspieler sich bis heute gedulden mussten. Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin hingegen wurde 2021 direkt für Nintendo Switch und Steam veröffentlicht und bekommt im Zuge des Remasters der 3D-Fassung des Erstlings zusätzlich einen PlayStation 4 Release spendiert. Grundsätzlich ist auch die Remaster-Version von Monster Hunter Stories das gleiche Spiel wie das 3DS-Original, kann aber mit einigen exquisiten Verbesserungen aufwarten. Gab es in der Ursprungsversion lediglich punktuelle Sprachausgabe, wurde die Neufassung vollumfänglich mit einer entsprechenden Synchronisation ausgestattet. Dies inkludiert nicht nur die englische, auch die japanischen Sprecher mussten vor dem Mikrofon vermeintliche Überstunden schieben. DLC-Freunde dürft es zudem freuen, dass alle zusätzlichen Inhalte ebenfalls im Remaster enthalten sind und das direkt von Anfang an. Mit der Ausnahme von Postgame-Content, aber das versteht sich ja von selbst. Wer sich über das eigentliche Spiel hinaus mit Monster Hunter Stories auseinandersetzen möchte, kann sich dank des neu hinzugefügten Galeriemodus über Hintergrundinformationen zum Spiel und dessen Entwicklung freuen. Davon jedoch abgesehen ist Monster Hunter Stories 1 eben jenes Spiel, das wir bereits auf dem Nintendo 3DS 2016 bzw. 2017 erstmals spielen konnten. Hier übernehmen wir die Rolle eines selbstgestalteten Charakters, dessen größter Wunsch es ist, ein sogenannter Rider zu werden. Dies sind Jäger, die sich ihren Platz in der von Monstern bevölkerten Welt erkämpfen müssen. Im Gegensatz zum typischen Monster Hunter-Erlebnis finden die Kämpfe dabei rundenbasiert statt. Die Spiele übernehmen hierbei nicht nur die Kontrolle der eigenen Spielfigur, auch gesammelte bzw. ausgebrütete Monster, genannt Monsties, stehen als Partner bereit und helfen den Spielenden bei den zahlreichen Konfrontationen. Natürlich darf der Einsatz verschiedener Heil- und Kampfgegenstände nicht fehlen, während wir im Dorf unsere Waffen und Rüstungen verbessern und vieles mehr. Monster Hunter Stories ist eine willkommene Abwechslung für all diejenigen, die zwar in der Welt von Monster Hunter unterwegs sein möchten, aber nicht zwangsläufig selbst mit Schild und Schwert auf Monsterjagd gehen wollen. Der JRPG-Ansatz bringt entsprechend frischen Wind in die Welt der Serie. Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass es sich hierbei um das Remaster eines Nintendo 3DS-Spiels handelt, weshalb trotz entsprechender Maßnahmen keine Grafikwunder der Marke The Last of Us oder Red Dead Redemption 2 zu erwarten sind. Dennoch und gerade für Genrefans lohnt sich der Blick in das Spiel allemal. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ja, leider ist das richtige Stichwort. Aber, liebe Freunde, nicht verzagen, denn am 18. Juli geht's im nächsten Monat weiter mit der nächsten Ausgabe von Inside Esports und Gaming. Aber im August, da wird's nochmal richtig krass. Auf jeden Fall wird ein bisschen spannender. Oder was ist spannender? Es ist immer spannend, wenn wir hier über Gaming und Esports reden. So wollen wir es ja nicht sagen. Aber im August findet die Gamescom statt. Wir werden entweder von dort berichten, auf jeden Fall werden wir über sie berichten. Definitiv. Wird eine kleine Spezialausgabe. Bis dahin, ihr kennt das Spiel, gerne unsere sozialen Medien abchecken. TikTok, YouTube, gerne alles mal durch. Genau. Wischen und schauen, ob was dabei ist, was euch gefällt. Ich bin mir sicher, dass was dabei ist. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Und danke dir, Flo. Danke dir, Rob. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.